Die Ungarn wählen heute ein neues Parlament. 199 Sitze werden neu bestimmt. Umfragen gehen von einem Sieg der Fidesz-Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán aus. Dieser gab heute bereits in der Hauptstadt Budapest zusammen mit seiner Ehefrau die Stimme ab. Mehr als 8 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Orbán hat den Wahlkampf für seine Fidesz-Partei im Zeichen der Anti-Einwanderungspolitik geführt und kommt damit Umfragen zufolge bei vielen seiner Landsleute gut an. Die Opposition ist zerstritten und wirft ihm Korruption vor.